2200 Tage sind rum. Jetzt wird es wirklich mal Zeit für ein Video-Update hier zur Solarthermieanlage. Also sieht eigentlich ganz gut aus. Leicht verschmutzt hier, Vogelexkremente, aber geht. Ich war auch nicht mehr oben, muss ich gestehen. Da die Isolation ist leicht porös, aber es gibt keinen Grund, da was zu tun. Schäden sehe ich auch keine. Ja, da drüben wächst die Thuja ein bisschen rüber. Okay, die muss man mal beschneiden. Ja, da bin ich mit zufrieden. Also, jetzt gehen wir mal in den Keller und lesen die Leistungsdaten ab. Jo, da sind wir im Keller. Also hier der Pufferspeicher im obersten Feld, knapp unter 60 Grad. Ist okay. Mitte, das gleiche. Und ganz unten sind wir ein bisschen drüber. Hier unten ist ja auch die Wendel drin für die Solarthermieanlage. Ja, da bin ich sehr zufrieden mit. Weil ich heize ja seit Monaten nicht mehr. Das heißt, die Zentralheizung ist aus und hier der Pufferspeicher wird ausschließlich durch die Solarthermieanlage betrieben und macht mir mein warmes Wasser. Gucken wir mal. Hier sieht man schön an dieser blauen LED, in dieser Pumpe, die da eingebaut ist, die hier so frech leuchtet. Die sagt uns, dass die Pumpe den an ist und den Kreislauf pumpt. Vorlauf. Rücklauf, also man sieht hier so 70 Grad kommt vom Dach, aber jetzt können wir gleich noch mal genau gucken. Und wenn die Brühe wieder zurückgeht, hat sie etwa 6 Grad abgegeben, 6 bis 8 Grad abgegeben. Okay, gucken wir uns mal die Leistungsdaten an. Der Stromzähler, 131,8 Kilowattstunden haben wir verbraten. Ne? Aha, also hier haben wir die eigentlichen Daten, die uns interessieren. Also oben vom Dach, da braten jetzt 72,7 Grad drauf. Das haben wir oben im Temperaturfühler, direkt am Sammlerkasten, 72,7. Und hier unten kommt nochmal an, naja, 72. Also gar nicht immer so viele Verluste von da oben hier runter. Blättern wir mal durchs Gerät durch. Wir wollen ja die anderen Daten haben. Das interessiert uns hier alles nicht. Ja, das interessiert uns. 10.775 Stunden ist die Anlage in Betrieb. Und wie ich gerade oben auf dem Dach gesagt habe, sind es, glaube ich, knapp über 2200 Tage. Geerntet haben wir 22.125 Kilowattstunden. Okay, ist notiert. Gucken wir noch, was der Durchfluss Mengenmesser zeigt. Also meines Erachtens steht hier vorne eine 2. Also 20.2324,7. Die Daten habe ich ja auch erfasst in der Excel-Tabelle. Ja, also gehen wir hoch zur Excel-Tabelle und tragen die Daten ein. So, da haben wir die bekannte Excel-Tabelle. Da habe ich überhaupt nichts dran verändert. Wozu? Es gab keinen Grund, was zu ändern und Lust hatte ich sowieso nicht. Jetzt geben wir mal unten die Daten ein, die wir abgelesen haben. Man sieht hier schon schön auf der linken Seite. Ich habe nur noch hin und wieder mal die Leistungsdaten abgelesen, weil die Anlage funktioniert problemlos und es gab überhaupt keinen Grund, da Leistungsdaten abzulesen. Im Sommer über macht die Anlage die Heißwasserproduktion alleine und es hat funktioniert und man musste nichts ablesen. Also gehen wir mal die Daten ein, die wir da heute abgelesen haben am 21.08.20. Man sieht hier schön, 2261 Tage ist die Anlage in Betrieb. Hier rechts daneben ist der Impulszähler. Der hat bei 9.999 aufgehört zu zählen und ich hatte echt keinen Bock, diesen zu resetten. Und die Daten sind auch nicht ganz so brisant zu wissen. Betriebsstunden haben wir abgelesen, 10.775.
Von der lieben Sonne haben wir geerntet 22.125 Kilowattstunden und investiert haben wir 131,8 Kilowattstunden Sonnenstrom, damit die Anlage funktioniert. Der Durchflusszähler hat uns angezeigt 200.2324,7. So, also, und dann scrollen wir mal hoch und gucken uns mal an, was die Anlage hier so abgeworfen hat. Ah, da rechts, da sehe ich noch einen kleinen Fehler. Hier sieht man ja mit den aktuellen Daten, wer die Anlage nach 8,99 Jahre amortisiert. Aber da ist ein kleiner Fehler drin, und zwar der steckt hier drin. 0,84 Euro war der mehrjährige durchschnittliche Literpreis. Da ich aber jetzt eine große Menge Heizöl im Mai wirklich sehr günstig gekauft habe, hat sich dieser Preis, der durchschnittliche Literpreis, auf 75 Cent reduziert. Und man sieht gleich, was passiert. Da kommt gleich mal ein Jährchen dazu. Jetzt haben wir 10,07 Jahre, bis sich die Anlage amortisiert. Und da unten steht auch schon, real gespart haben wir 1.621 Euro. Okay, gucken wir mal drüben hin. Also die Betriebstage haben wir ja schon festgestellt, 2.261 Tage. Und innerhalb dieser Tage habe ich wirklich nicht einen einzigen Euro in die Wartung investiert und nicht mal eine einzige Arbeitsstunde. Wird sich vielleicht ändern, weil wir ja gerade gesehen haben, die Röhren oben auf dem Dach sind leicht verschmutzt. Die werde ich vielleicht jetzt mal putzen und die Tuya beschneiden, aber wirklich einen Eurobetrag habe ich da noch nicht investiert. Hier sieht man es in die Heizölmenge in Litern eingegeben. Also wir haben wirklich 2200 Liter Heizöl eingespart. Innerhalb dieser 6 Jahre ist das okay. Das bedeutet also alle 6 bis 7 Jahre spare ich mir einen Heizöleinkauf. Die Stromkosten gesamt, wir müssen ja so eine Anlage am Leben halten, da habe ich hier mal nur so einen Rechenwert mit 38,22 Euro, weil wir haben ja den Stromzähler da unten abgelesen und dahinter ist hinterlegt, ich gucke mal nach, aha, da sind 29 Cent hinterlegt. Ist nur so ein Rechenwert, der ist eigentlich hauptsächlich für euch, für mich ist es irrelevant, weil ich diesen Strom für die Solarthermieanlage, den mache ich selber. Da unten steht es nochmal, unsere eingetragene Sachen, da die 22.125 Kilowattstunden von der Sonne, ist eine super Sache. Der Durchschnitt für so eine einzelne Röhre, die da auf dem Dach montiert ist, die wir gerade gesehen haben, also die hat Leistungsdaten so von durchschnittlich 31 Watt. Das heißt, wenn ihr euch eine Röhrenanlage aufs Dach baut, dann kann man schon so ungefähr mit diesem Wert ausrechnen, was die Anlage künftig bringen wird, wenn sie so eine geschickte Südausrichtung hat wie ich. Ja, und obwohl der Heizölpreis jetzt so billig ist, solltet ihr euch da nicht drauf verlassen. Der wird wieder steigen und dann sinkt auch wieder die Amortisationszeit. Wichtig ist aber, dass wir keine 2200 Liter Heizöl verbrannt haben, sondern dass wir die Wärme wirklich geschickt produziert haben. So, ich hoffe, ihr seid zufrieden, dass ich jetzt mal ein Update gemacht habe. Hat ja eine Weile auf sich warten lassen. Eigentlich wollte ich es nach 1000 Tagen machen, aber das habe ich um 1200 Tage verpennt. Ist nicht so schlimm. Hier ist jetzt das Update. Und wie gesagt, zu diesen Anschaffungskosten da oben habe ich jetzt noch keinen einzigen Euro an Wartung investiert. Und muss sagen, ich bin wirklich sehr zufrieden, weil in 6 Monaten vorm Jahr ist meine Zentralheizung aus. An die Zentralheizung heizt ja auch mein Warmwasser und das übernimmt komplett die
Solarthermieanlage. Und auch die Größe war geschickt gewählt. In so einen Tagen wie jetzt hier am 21. August ist wirklich sehr heiß bei uns draußen gewesen. Ist es sehr passend, also die Anlage überhitzt nicht und der Pufferspeicher kann alle Wärme sehr gut aufnehmen. Ich kann nur empfehlen, baut euch eine Solarthermieanlage aufs Dach, wenn ihr den Platz habt, unbedingt nutzen. Falls ihr irgendwelche tollen Ideen habt, dann freue ich mich natürlich, wenn die unten in den Kommentaren landen. Ich bin immer für alternative Energien zu haben. Vielen Dank fürs Gucken.